Der von Bradl mit Überzieher, haben nicht alle gewählt. Die Temperatur, der wirkt locker, er ist cool. Jetzt muss er aber genauso gut starten wie zuletzt. Das war ja perfekt. Da wegfahren vom Feld in Barcelona, sich freifahren. Und die erste Ecke, die hat es dann gleich mal in sich gelassen. Redding, Marquez und dahinter direkt Cluzel, Corsi, Michele Pirro. Max Neukirchner auf 17, Tom Lützi auf 14, die Ampel. Da kann der Kameramann kaum ruhig halten. Guter Start von Stefan Bradl, aber auch von Marquez und Aleix Espargaro mit einem Superstart. Bradl führt schon wieder. Super. Perfektes Manöver wie im Trockenen. Stefan Bradl ist schon wieder Erster in einem Moto2-Rennen. Das war jetzt perfekt. Das war ganz, ganz wichtig, weil wir werden es gleich sehen. Da hinten geht es jetzt gleich richtig zur Sache. Da geht es nämlich kreuz und quer und vor allem man sieht nichts. Da ist auch ganz schwierig, den Rhythmus aufzunehmen. Also besser umsetzen kann man es wieder nicht am Start. Hier, Kenan Sofroglu, Renny Grummenacher, die halten natürlich rein. Die wissen, heute könnte die große Chance da sein. Kenan geht jetzt innen vorbei. Gleiche Taktik beim Stefan wie im Trockenen in Barcelona. Raushalten aus den Scharmützeln, wegfahren. Nur er ist jetzt nicht der Regengott, aber dafür, dass er das eigentlich angeblich nicht so mag, macht er das